Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Hier soll irgendwie ein Kultistenhinweis sein. Wie kriege ich den heraus? Hallo, hallo? Wem kann ich denn da reden? Eigentlich wollte ich die Quest weitermachen. Komm, Kultistenhinweis, egal. Wir sollen dem Boot folgen. Oh, da sind sie am Fighten. Ich muss hier los. Cloud. Da hinten durch. Sprich mit Irina. Die steht dann hier wohl. Jo, da ist sie. Hallo. Bei Aphrodite. Cleo kommt besser bald zurück. Warum die Götter belästigen, wenn du ihren Gesandten zu diensten hast? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Anthusa hat mir so etwas gesagt. Cleo, eines unserer Mädchen ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Cleo auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Bewaffnet. Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Cleo zurück. Okay, folgen. Mir nach! Ja. Du hast sie entführt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers eine von uns vornehmen. Schwimm ein eigenes Pferdchen. Ella. Guck mal, die reitet auch die Treppen einfach rauf. Okay, dann mache ich das auch. Na, sprechen tut ihn nicht sehr viel. So, wir wollen zum Hafen, oder? Spricht wirklich gar nicht. Nicht so, hey, wir machen uns Sorgen oder hey, komm mal mit, wir Korinth gehen zum Hafen. Ah. Haben, aber das war nicht immer so. Früher waren wir sicher. Dann kam der Hörer. Okay. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter, seit er hier ist. So, das ist der Hafen. Oh, Entschuldigung. Immer am Schubsen. Da! Das ist das Schiff, das der Freier sah. Bitte, bring sie sicher zurück. Ja, okay. Position.
Macht euch bereit! Legt euch ins Zeug! So, entern. So, rüber. Okay, den haben wir auch weg. Den auch. Oh, da ist noch ein Chef. Den haben wir noch? Ach, ich nehme mal. Oh, böse. Bleib weg. Ich bin hier, um dich zu retten. Mich retten? Du hast mein Schiff versenkt, Pirat. Oh. Steck das Messer weg. Ich bin ein Freund. Was meinst du damit? Deine Freundin Irina bezahlt mich, damit ich dich vor diesen Männern rette und zurückbringe. Irina? Ich habe die Besatzung bezahlt, damit sie mich aus Korinth wegbringt. Du willst fliehen? Wovor? Du weißt nicht, was der Höker Menschen antut. Die Dinge, die ich gesehen habe. Korinth ist nicht sicher. Die griechische Welt wird vom Krieg überzogen. Du bist auf dem Meer nicht sicherer als in Korinth. Söldner, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Mykonos, Lass uns mal gucken, wo Mykonos ist. Zurück nach Mykonos, Ich bringe dich hin. Wenn wir das nächste Mal in Mykonos anlegen, kannst du uns verlassen. In der Zwischenzeit, willkommen an Bord. Hab Dank, Söldner. So ist es besser. Glaub mir. So, jetzt lass mal kurz gucken, ob wir nicht Mykonos mal eben hinbeamen können. Wo immer Mykonos ist. Ah, das ist doch hier unten. Tja, Geografie, ne? Lesbos, Blablos. Alter Mykonos. Ich sag mal, das ist irgendwo hier. Wo auch sonst. Ja, Korinth, wir könnten natürlich einfach hier wieder hindüsen. Wollen wir das? Ne, lassen wir mal gucken. Mykonos, wenn sie jetzt hier rumgereist wäre.
Kann jetzt nicht so weit weg sein. Bla bla. Ey Mann, das kann doch nicht sein. Mein Geografielehrer guckt bestimmt jetzt nicht zu. Eine kleine Insel, ey. Chios Delos. Alter, da ist es doch. Okay, kurz zum Hafen und gut ist, haben wir die Tante auch abgesetzt, da unten, oder? Nochmal eben kurz gucken, ob es richtig ist. Ist doch da unten, ne? Nö, es ist da unten. Aus dem Weg bei Zeus. So, könnte man sagen, da unten. Richtig? Ja, ne? Alter, völlig falsch. Abbiegen! Ist halt klein. Ich dachte, Mykonos wäre größer. So, rein theoretisch wäre es so, wenn wir jetzt Schiff rufen, hoffe ich, dass wir sie dann los sind. Ja, super. Alter, wo soll das denn hier sein? An der Klippe direkt, oder was? Ja. Es ist dann doch hier. Bedeutet, ich habe hier noch nie geparkt. So, wo ist Mom? So viel Unbekanntes am Horizont. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Du sollst gehen, Mann. Muss ich sie wohl schubsen? Geh jetzt von Bord, du! Ihr geht jetzt alle von Bord, ihr kleinen hässlichen Kröten. So, Mom geht jetzt. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Vielleicht müssen wir einmal ablegen und wieder anlegen. Wie wär's damit? Segeln wir! Schön, dich zu sehen, Kapitän! Ablegen! Oder bereit machen zum Anlegen! Anlegen! So, Mom. Das ist Mykonos. Geh's von Bord, du! Ja.
Ah, ich dachte, die geht jetzt von Bord. Meine Güte. Wie kriege ich denn die Tante jetzt hier runter? Ich weiß nicht. Wenn wir Mykonos das nächste Mal anlegen, kannst du einfach runtergehen. Eskortiere sie nach Mykonos. Ja, mache ich doch. Muss ich vielleicht auswählen, ha? Huh? Bla bla, sprich bla, Hafen Gesetzlosen. Ich werde wahnsinnig, jetzt will ich sie nicht los. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Alter. Kommst du mit? So, du gehst jetzt mal weg. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hau ab hier doch. Ich kick dich. Und so viel Unbekanntes am Horizont. Alter, das ist der Hafen von Mykonos hier. Wir wollen hier raus. Da ist auch der Hafen von Mykonos. Empfohlene Stärke 25. Okay, also es wird nicht so einfach. Dann gucken wir, dass wir hier nochmal wieder weitermachen, weil hilft ja nicht. Okay, here we are. Und runter! So, lasst uns gucken. Eigentlich wollten wir sie abliefern. Pass auf, jetzt wird diese neue Quest hier unten angezeigt. So von wegen, ey, ja, Nee, tut sie nicht. Okay. So, wir wollten die abliefern, aber es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Muss ich jetzt nicht nochmal auswählen. Sprich, bla bla bla. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Absolut. So, wenn wir hier doch rumreiten können, dann können wir doch mal eben gucken, wo sie ist. Steht da. Tut mir leid, wir haben sie auf dem Schiff, aber Mykonos ist nicht. Deine Freundin brauchte keine Rettung. Sie hat das Schiff angeheuert, um aus Korinth zu verschwinden und sich in Sicherheit zu bringen. Sie ist also wirklich weg. Sie wird nicht wiederkommen. Ja. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. So sieht's aus. Ja. Katatsching. Ein paar Drachmen. Okay. Lass uns gucken. Quest. Das ist nett.
So, jetzt geht's halt darum, das Lager hier, glaube ich, in Dutt zu machen. Ching, 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 ching. So, das ist Number One, ne? Der hat ein paar. Okay, nehmen wir das mal vor und gehen da rein. Entschuldigung. Uff. Schadelen. Ich wollte einfach aus dem Fenster raus. Genau so. Des Hückers in Flammen. Okay, das war wohl nicht seins. Hätte ich natürlich nur den Hauptmann kaputt machen können, aber das wollen wir natürlich nicht. Geh mal hier durch. Das ist seins. Okay. 20er Wache. Was war das? Aber da war wirklich was. Ganz sicher. So komme ich hier nicht rein. Das ist der Ort. Steht der vor der Tür? Da brennen wir einfach warm. Irgendwas Bestimmtes? Okay. Burning Man. Vier von fünf, okay. Alter, hier brennt alles und jeder. Lass mal gucken, wo das andere ist, was man ja hätte verbrennen sollen. Ah, das hier. Katsching, kaputt. Oh.
Alter, wer ist er denn nicht voll, der Bär? Spartiat, du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Du bist auch ein Spion? Siehste? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Also hat Sparta auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist deine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Was willst du mit ihm anstellen? Ja, das können wir doch machen, oder? Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja. Er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach all dem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen. Die Bürger bewaffnet. Versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Chillington. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Okay. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Allerdings. Ich habe überlebt. Ich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter Myrina. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrina. Du weißt, oh, du kennst sie? Etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie allein ertragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte.
Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Du kanntest Nikolaus. Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Geht das denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat. Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Alles klar. Jutti, das haben wir auch fertig. Jetzt ist die Frage, das dritte Ding, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwie berichten müssen, aber genau. Müssen wir echt da wieder rauf, ne? Können wir uns da hinbeamen? Das ist ja oben am Tempel. In der Theorie. Ja, es ist oben am Tempel, genau. Okay, here we are. Ibi! So, lass uns mal schauen. Wo ist sie? Da hinten. Oh, in der Festung. Katatsching. Ich verstecke mich lieber. Quatsch, da gehen wir rein. Ey, es ist außerhalb der Mauern, okay. Das war knapp. Bist du hier, um uns zu helfen, Söldner? Du siehst nicht aus wie ein Spion des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Yep. Ist irgendein Problem mit dem Höker, Damalis? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Er scheint sich zu ängstigen. Er fragt mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Über Drachmen, wo wir unser Geld lagern, worin Anthusa investiert. Als wären wir Athener Aristokraten. Kann Anthusa nicht eingreifen? Ich bin nicht naiv. Wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Tut er vielleicht ohnehin. Klingt, als wolle er antworten. Wie war er vor der Veränderung? Besessen, aber nie bedrohlich. Er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachmen für sich arbeiten ließ. Irgendetwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Dann finde ich heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speeres entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Okay, das ist natürlich hier nice. Da war ich ja noch gar nicht drin. Also eigentlich will ich da auch jetzt nicht rein, aber das ist ja natürlich cool hier. Bin wieder raus. So, 500 entfernt und irgendwo da unten. Du Ziege. So, ich gehe da einfach runter, ne? Also Pferdchen, ey, das braucht immer so lange. Ich müsste hier immer hin und her reiten und dann mache ich lieber hier. Yippie! Querfeld ein, geht auch. Ich
Ist zwar ein Pumpen, aber was soll's. Kann ich unterwegs noch einen befreien hier, oder was? Was ist hier denn? Siehst du, zack, schon ist der Käfig offen. Alle zusammen, komm! Wir chillen den Vogel! Ciao! Alter, hau ab da! So, den haben wir weg. Da bist du ja. Gut abgelenkt. So, warum habe ich das... die waren eigentlich ganz nett. Und ich habe die jetzt einfach gekillt. Keine Ahnung. Voll im Blutrausch. Weil ich den Herrn hier befreien wollte. Das war richtig, genau. Das ist korrekt. Und dann nehme ich noch einen Zweig mit. Nein, nicht ins Feuer gehen. So. Palim, palim. Ich wüsste, wo es plimpert. Wäre alles gut. Nirgends. Also, ich hau ab. Wir wollten in das Häuschen da hinten. Ist es. Oh, da ist gut was los. Okay. Alexios, ich bin's. Alexios. Du hast mich gefunden. Ja. Schon da, bam. Immer schön anrempeln. Ich hab gehört, wie damals von ihrem alten Freier sprach und wollte helfen. Du hast recht. Du könntest nützlich sein. Siehst du, gute Idee. Das war von Anfang an mein Plan. Ich spreche mit Damales Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Yep. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf. Direkt durch die Tür. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's.
Okay. Machen wir mit ihm quatschen, hä? Ich komme hier nicht rein. Das heißt, ich gehe vorne durchs Fenster, durch die Tür. Was weiß ich. Ach, hier geht's ja rein. Guten Tag. Kenne ich dich? Na, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm. Noch ich nicht. Ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Naja. Du bist bei Fairs Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit! Die Nomenes wird sicher sauer sein, Alter, wenn ich dich heute Abend nicht zu ihm lasse. Was? Was willst du? Ich weiß von Damales. Und als ihr Freier, meinst du wohl, sie schulde dir etwas? Ich liebe sie. Weißt du? Von ganzem Herzen. Und trotzdem bedrohst du sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze Damales oder ich bin tot. Das ist keine Liebe, das ist Schwäche. Du sagst das, als würde ich es nicht wissen. Er weiß das auch. Darum zwingt er mich dazu. Wer zwingt dich? Sag Damales, ich höre auf. Es tut mir leid. Gut. Chere, alter Mann. So, dann wollen wir mal mit Vögel sprechen. Ja, die hätte mich gut was mitgehen lassen. Mal sehen, was wir hier haben. Was das wohl zu bedeuten hat. Was steht in dem Brief? Wie gemein. Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damales zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht, aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Dieses Mal nicht. Lauf zu Damales und warte dort auf mich. Na ja, ich wollte gerade sagen. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Oh, ich komme danach sofort zu dir. Na gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ein Schwert für dich. Aus seinem Haus. Hey, du bist eine gute Diebin. Wo sollte er Damales hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Zwanziger Schwert, lassen wir es mal kurz gucken. Alter, was laufe ich hier mit 10 herum? Achso, ja, weil ich was ausprobieren wollte. Ne, das haben wir gerade. Warte mal. Da. Das war natürlich nicht so clever. So, haben wir noch einen 20er. Genau. Okay. So, muss ich mal gucken. Hähnchen oder das hier. Der ist besser. Mann, was habe ich hier die ganze Zeit angehabt? 41, okay. Schicker Rock. So, das sieht doch schon besser aus. So, jetzt hatte ich hier aber noch jede Menge anderes Equipment, das ich gerne angeguckt habe. Ja, 21er kann ich noch nicht nutzen. Dauert noch ein bisschen. Und da unten haben wir 22 sogar. Okay. That's it, ne? Okay. So, wir folgen dem ja. Das heißt, das ist da hinten das 80er Häuschen. Da können wir hinlaufen. Und da können wir hinlaufen. So, hier durch. Das muss der Ort sein, der im Brief erwähnt wurde. Hallo. Gib mal her, dein Schild. Gut. Leute. Ja, damit. Flupp. Und du auch.
Gib das her. Das brauchst du nicht mehr. Das war ein großer Fehler. Katatsching. Geht so. Oh, Leute, das ist doch nicht fair. Oh, Modi ist dazwischen. Tut mir leid. Und wir müssen hier fighten. Alter. Alter, was macht ihr denn hier? So, den haben wir auch kaputt. So, was wollen die Damen denn hier jetzt? Euer Ernst? Warum fighten die? Will ich das überhaupt? Ich will gar nicht mit denen fighten. Und eigentlich will ich es dann nur angucken, ne? Alter. Ist eben hier rauf, oder? Oh, hier kann man rein. Ach so. Oh, shit. Ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Was ist denn los? Da muss ich immer raus. Raus. Oh, no. Jetzt bitte nicht hier blöd mit den Damen drauf gehen. Das wäre blöde. Boah. Muss mal hier weg. Kann doch echt nicht sein. Kommt noch der dusselige Kopfgeldjäger hinterher, ey. Meine Güte. So, dann schleichen wir uns da rein. Man muss aber vorne da unten rein. Das ist halt ein bisschen blöd. Oh. Oder kommt man auch von oben rein? Nee, von oben geht's nicht. Ist das? Sind aber alle weg. Gut. Ja. Ketten? Öl? Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Malaka. Was um alles in der Welt? Macht der Kollege. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Lauf! Kein Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde.
Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank! Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Alter, wie bist du denn drauf? Ich hätte auch freundlich sprechen können. Oh, schon kaputt. Oh, Entschuldigung. Er ist kaputt. So, dahin ist ein Kopfgeldjäger, aber den brauche ich nicht. Der kann mich schmal. Alter, jetzt kommen da wieder die Tanten an. So, jetzt gucken wir mal. Aber für wieder, dass sie hier einfach reinkommt, das war knapp. So, wir müssen sprechen. Alexios, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Alexios. Ist schon gut. Du hast es gut gemeint. Ich dachte, ich schleich mich rein, so wie vorher. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast, bei dem, was da drin war. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Sieht so aus, als hätte ihn der Höker erwischt. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Er wird dich in Ruhe lassen. Er gab mir sein Wort. Es scheint, als könnten wir dir wirklich vertrauen, oder? Na klar. Wir müssen uns nicht alle so leicht erpressen. So sieht's aus. 200 Mäuse kassiert. Okay, sehr gut. Okay, mehr gibt's beim nächsten Mal. Bis deine... Oh, jetzt bin ich schon wieder auf der Kopfgeldjägerliste ein bisschen höher. Macht's gut, bis dann, ciao.